Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf Skybounce. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ein bisschen her und es gibt in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen was zu bereden, warum keine Folgen kamen und so weiter. Aber erstmal, ich bin hier gerade auf der Insel von Schoki Squad. Nicer Guy. Hat mir auch gerade Equipment gegeben, weil ich gerade gar nichts hatte. Wir wollen jetzt zusammen in die Warzone gehen. Ich repariere mal schnell hier noch meine Schuhe. Slash fix. So, zack, Schuhe repariert. So, Waffe wieder auf die 1. Jetzt habe ich hier, genau, brauche ich eine Ender Chest. Dann kommt mein Ersatzstuff rein. Und dann seht ihr hier eine Neuheit. Etwas, was sonst da nicht ist. Und zwar, wartet kurz, schnell mein Essen sortieren und Enderperlen und so. Dann gehe ich mir auch noch mal schnell den Gott-Apfel kaufen. Und zwar seht ihr hier Easter Eggs, denn es gibt hier ein Easter Event. Das will ich mal gleich zeigen. Lol, habe ich mich verschrieben? Hä? Ach so, slash R, okay. Es gibt ja ein Easter Event und da ist in der Warzone, beziehungsweise sind in der Warzone lauter Easter Bunnies und da kann man alle 20 Stunden Rechtsklick drauf machen und dann bekommt man ein Easter Egg dafür. Und von diesen Easter Eggs kann man sich richtig, richtig geilen Stuff kaufen. Oh lol. Ich habe gerade im Falschen was geschrieben. Naja, egal. Hier, bei diesem Easter Bunny kann man sich das dann kaufen. Für 100 Easter Eggs gibt's einen so rare Spawner. Ein Rabbit Spawner. Den kann man nur durch dieses Event bekommen. Ansonsten dieses Schwert, das ist jetzt nicht so geil. Die Spitzhacke ist schon besser, aber jetzt auch nicht so berauschend. Aber diese Rüstung, die ist halt krass. Die gibt dir Speed, wenn du Damage bekommst. Für 30 Sekunden, ne? Und das finde ich halt richtig nice. Und ich glaube, auch von den Schematics werde ich mir was gönnen. Das Problem ist, wir hatten schon irgendwie 40 Easter Eggs zusammengespart auf der Insel von Alpha Tsunami. Und der wurde dann gekrieft oder ja, wie auch immer, gerecht oder an ihm wurde Rache geübt. Weiß nicht genau, welchen Hintergrund das hatte, kann ich nicht beurteilen. Ja, jedenfalls sind unsere 40 Eier jetzt weg, deswegen muss ich von vorne anfangen. Und wie gesagt, Schoki Squad hat sich der bereit erklärt, mit mir an die Worte zu gehen. Und das werde ich jetzt auch machen. Warte, hier, ES Go. Achso, lol, er ist schon spawn. Okay. Bin am Spawn. Gut. Up. Ja gut, den kann ich auch schreiben. Schoki Squad, slash MSG, Schoki Squad, bin ready. So. Ready schreibt man übrigens wirklich so. Nein, eigentlich nicht. Gut, Problem ist, ich habe jetzt halt kein gutes Schwert. Und kein gutes Schwert meine ich gar kein gutes Schwert. Ich habe nur eine Schärfe 3 Axt, denn das Problem ist, ich wurde zweimal getötet. Mein bestes Stuff ist jetzt das, was ich von ihm bekommen habe. Das ist zwar richtig geil, aber ja, jetzt nicht so berauschend. Gut, jetzt frage ich mich nur, wo Schoki Squad ist. Schreibe mal Böhn. Achso, ich will mit ihm Easter Eggs farmen. Denn diese Easter Eggs, die sind halt so geil. In der Zwischenzeit, wenn ich da lang renne, kann ich auch mal so ein bisschen quatschen. Okay. Ich denke mal, der will... Oder... Ja. Der kennt sich da bestimmt auch schon aus. Übrigens an die Leute, gell, die jetzt das Video gucken. Ich weiß, auf diesem Server gibt es hier so krasse Allianzen. So, die so richtig hart verfeindet sind. Plus, weil ich mal mit jemandem Warzone gehe, heißt das nicht, dass ich deswegen mit dem in einer Allianz bin oder sowas. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, mal Warzone mit dir oder sowas. Ja, kein Ding, mache ich gerne. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt mit dem Team bin und dass mich andere deswegen handeln müssen. Also, ja, bitte, nehmt das mal zur Kenntnis. Andere Sache, hört bitte, bitte auf, mich ständig mit MSGs voll zu spammen. Der Nekromant kann ich auf deine Community S oder der Nekromant Skype oder TS, denn es ist einerseits super nervig, weil ich nicht mal richtig normal mit jemandem MSG schreiben kann. Diese /R-Funktion geht gar nicht. Und andererseits habe ich beschlossen, dass es keine weitere Community-Insel geben wird, denn auf der wird
eh nur gecreeft oder geklaut. Darum tut mir leid für die, die gewonnen hätten. Aber, ja. Ich habe leider nicht, beziehungsweise habe leider, was heißt leider, ich habe einfach keinen Bock da drauf, die Community-Insel aufzubauen, dass dann die Leute dort kennenzulernen und dann feststellen, irgendeiner grieft, dann hier so richtig viel Arbeit machen, um den Griever zu finden, am Ende ist es doch nicht. Und bis jetzt ist jede Community-Insel nach 2,5 Wochen etwa gescheitert, wo danach wirklich alles weg war. Finde ich total bescheuert, dass es so Leute gibt, die das machen, aber kann man nicht ändern. Okay, wir haben jetzt das erste Osterei. Ihr habt schon gesehen, wie es funktioniert. Man muss Rechtsklick machen. Oh, lol. Falsch gelaufen. Ah, da drüben geht's lang. Gut. Ich sehe, der Typ kennt sich aus. Mal sehen, ob der, ob man es mit einer normalen Enderperle schafft. Ja, lol. Wow, war das knapp. Man müsste seinen Skin zu so einem Easter Bunny Skin umändern und dann sich dann irgendwie Bunny nennen oder so ähnlich und dann genau in diesen Bunny reinstellen. So, hier, dass man das nicht gesehen wird und dann plötzlich so ein Schwert dabei haben und dann die ganzen Leute töten, die kommen. Dann könnte man die auch easy farmen. Ich finde es halt schade, dass unsere 30, 40 Eier weg sind. Denn die waren halt einerseits echt viel wert. Ein Ei ist so, ich glaube, 200k wert. Und wenn man überlegt, 100 Eier kostet dieser Spawner. Das heißt, dass ja ein so ein Spawner 20 Millionen wert ist. Also, das ist schon nicht ohne, vor allem weil der so rare ist. Ich finde das auch richtig krass. Ich meine, es gibt ja diese Challenge, mit wo man so Rabbit-Zeug braucht. Und die kann man damit halt richtig easy erfüllen. Lol, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Ah, nein, ich sehe jetzt auch noch einer. Die switchen übrigens auch ihre Position. Also, wenn ihr 2 Tagen hier kommt, das Event geht übrigens bis zum 28. Lol. Er hat versucht, mit einem Magnet mir mein Ei wegzunehmen. Und jetzt erstmal so ein bisschen Gelaber. Warum konnte ich nicht aufnehmen? Einerseits habe ich Ferien und hatte irgendwie keine Lust aufzunehmen, war ein bisschen demotiviert, weil ständig Sachen geklaut wurden. Außerdem habe ich so viele Leute da gehabt, die sich ständig über alles Mögliche bei mir beschwert haben. Oh, nice, dankeschön. Dass irgendjemand irgendwas gemacht hat und ja, dann gibt es so coole Leute, die ganze Zeit fragen, ob sie auf die Community-Insel können. Ja, jetzt wissen die Leute auch, nein, es gibt keine weitere Community-Insel. Ich glaube, den Bunny hatte ich schon. Jo, nee, doch nicht. Okay, ich habe jetzt schon 4 Easter Eggs. Das ist richtig nice. Das geht übelst schnell mit dem. Das Gute ist, ich habe insgesamt noch 2 weitere Accounts, mit denen ich hier spielen kann. Das heißt, ich kann etwa 60 Eier pro Tag suchen. Das heißt, ich kann theoretisch 60, sagen wir einfach mal irgendwie 5 Rabbit Spawner uns besorgen. Das wäre auf jeden Fall geil, denn die sind halt super rare. Wenn man überlegt, wie wertvoll die sind, dann ist das schon krass. Oh, ich war tatsächlich noch nicht da. Ja, einerseits hatte ich einfach keine Lust und keine Motivation aufzunehmen. Andererseits hatte ich keinen Stuff und ich hatte einfach nichts, was ich machen konnte. Ich zeige euch nachher vielleicht, wenn noch Zeit ist, unsere Bauprojekte, die wir gerade haben. Das Problem ist, es ist so aufwendig und langweilig. Das Problem ist, sie sind so aufwendig, das kann man praktisch nicht aufnehmen. Ich habe einen gigantischen automatischen Ofen gebaut, um Cleanstone zu schmelzen. Hat mir schon gereicht. So, hier ist noch ein nicer Bunny. Rechtsklick. Ja, noch eins. Nice. 7 Eier schon. Krasse Sache. Ich habe einen geilen Titel für dieses Video. Endlich habe ich Eier. Ender Pearl. Ah, hier ist auch ein Bunny. Rechtsklick. Blum. Jetzt haben wir schon 8 Eier. Alles klar, einfach mal runtergefahren, läuft. So, ich glaube, Schucky Scott ist gerade darüber gerannt. Ah ja, lol, wie ich einfach wieder runterbacke. Ah ja, übrigens eine Sache, ich habe mich mal wegen dem YouTube-Rank hier auf diesem Server erkundigt. Und das Problem ist, ich brauche 25.000 Subs. Ja, doch, 25.000 Subs, deswegen konnte ich mir nicht holen, finde ich ein bisschen schade. Aber ich habe so ein paar Leute, die mir vielleicht helfen können wegen dem Rang. Und dann werde ich einfach mir mal einen Rang auf diesem Server gönnen, denn das wäre halt echt geil. Dann können wir vielleicht mal den Immortal Kit bekommen und dann kann ich auch endlich mal in die Warzone gehen, ohne dass ich Angst habe zu sterben. Also einfach mal mit dem Immortal Kit reingehen. Ah, nice, hier ist noch ein Bunny. Hier hinter. Genau, lol. Doch nicht hier. Ah, da. Da, gut. Das gibt mir ein Ei. Yay. Ja, sowas ist dann halt ein bisschen blöd. Ah, guck mal. Ich glaube, ich heide gleich mal
meinem Private Chat, denn es ist so nervig. Solche Nachrichten bekomme ich halt, ich kann ja vielleicht mal ein paar Screenshots. Nachricht. Ui. Bei dem Bunny war ich, glaube, heute schon. Jo, genau. Und jetzt seht ihr hier 18 Stunden, 44 Minuten. So lange ist halt Cooldown. In diesem Teil der Warzone war ich heute schon. Da gab es eine witzige Sache. Ich habe halt kein gutes Equipment gehabt. Kam so, ich bin in die Warzone gegangen, zu dem Bunny, auf einmal Skydrop. Ich stehe genau auf dieser Insel, gönne mir zwei Kisten. Dann kommen so OP-Dia-Leute, hitten mich. Ich werf mich mit einer Enderperle weg. Dann Expel lockt mich aus. Dann logge ich mich ein und instant wieder Skydrop, direkt nachdem ich mich eingeloggt hatte. Okay, Server Restart in 9 Minuten. Okay, hier oben drin war ich auch schon heute, oder? Jo, genau. Jo, hatte ich heute schon. Genau, bei dem hier war ich heute nicht. Yay. So, mal sehen, ob ich das auch schaffe. Ansonsten RIP. Ha, ich hab's geschafft. Okay. Alles geklärt. Nice. So, Bunny. Yay, Easter Egg. Ach man, ich will auch so ein cooles Team haben, wo man reingehen kann in die Warzone. Ohne immer Skype zu wollen. Ich meine, die meisten Leute, die gehen halt immer so: Ja, lass Skype, lass jetzt sofort, wir wollen skypen. So richtig so, Skype. Ich muss skypen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ich meine, ich will einfach auch mal meine Ruhe haben und ganz normal spielen, wie jeder andere auch, ohne gleich mit 20 Leuten in der Konfi zu sein. Ah, nice, noch ein Bonnie. Den kannte ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Eier. Ich glaube, das war es jetzt. Ich habe das jetzt einfach mal, also diese Runde, mit allen zur Verfügung stehenden Accounts gemacht. Und hier seht ihr jetzt die Ausbeute. Es sind insgesamt 29 Eier, das heißt, das ist schon fast ein Drittel Spawner. Das heißt, man kann alle 3 Tage, wenn es so geht, einen Spawner bekommen, beziehungsweise kann ich ja praktisch doppelt so viele bekommen, wenn ich nicht mit Schoki Squad gehe. Ich habe ihm ausgemacht, dass ich mit ihm teile, weil er mir das halt zeigt und dafür sorgt, dass ich nicht sterbe. Wäre halt blöd, wenn ich mit 19 Eiern im Inventar sterbe. Deswegen finde ich es besser, wenn ich mit 10 Eiern nach Hause komme. Und ich denke mal, morgen oder spätestens übermorgen haben wir dann den Rabbit Spawner. Hier in meinem Inventar habt ihr jetzt schon gesehen, dass ich hier eine Prospector Pickaxe habe. Und diese Prospector Pickaxe, die ist nicht einfach nur eine, sondern die habe ich selbst noch ein bisschen aufgepimpt. Und die ist jetzt richtig OP. Die hat jetzt schon jede Verzauberung, die eine Spitzhacke haben kann. Wirklich jede, nur halt nicht auf Max Level. Ich brauche halt unbedingt noch ein Glück 6 Buch. Die sind halt nur super teuer und super wertvoll und ich habe eh nie Geld. Und Upgrade 8 und daraus muss ich noch Upgrade 10 machen. Ich glaube, das werde ich mir für die nächste Folge vornehmen, dass ich auf Falkens Insel mal ein bisschen was farme an Monstern und dann einfach mal 96 Level zusammen farme, um die Verzauberung runter zu enchanten. Dann können wir die mal upgraden, muss ich noch ein bisschen das sammeln. Mal gucken. Hier hinten seht ihr jetzt noch diesen vollautomatischen riesigen Ofen, von dem ich geredet habe. Der ist auch richtig krass, der verbrennt so viel Stein. Also hier seht ihr, die Doppelchest ist noch voll, die hier ist noch halb voll. Und es werden hier momentan auf nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öfen parallel. Es liefen vorhin mal die komplette Reihe parallel zueinander. Und wenn ihr jetzt mal in die Kiste guckt, es kommen einfach so schnell diese Cleanstones da rein, dass es... Ey, es ist echt so OP. Das ist noch besser als der hier vorne. Beziehungsweise noch effizienter, wenn man große Mengen hat. Der hier vorne, der ist zwar auch effizient, aber nicht so für große Mengen. Bei großen Mengen versagt der schon eher. Außerdem hat der hier das Problem, dass der irgendwie ständig stehen bleibt. Alles klar, runtergebackt. Dass der ständig stehen bleibt, hier diese Minecarts. Die muss man jedes Mal erst wieder anschieben. Und... dann fahren die hier solche falschen Wege. Alles klar.
Jetzt müsste ich eher am Spawn der Insel landen. Genau. Und wenn ihr euch fragt, hey, wozu brauchen die so viel Cleanstone? Das zeige ich euch jetzt hier auf dieser Insel. Das ist übrigens die Insel von Spikey HD. Das ist auch ein kleiner YouTuber, der hier drauf Videos dreht. Den werde ich euch am besten hier oben mal verlinken. Ist ein richtig nicer Typ. Also nicht so einer, der sagt, wenn du auf die Insel kommst, hey, TS. Du schreibst nein. Und er schreibt, hey, warum? Also der akzeptiert auch, wenn du sagst, nö, kein Bock. Macht er auch selbst manchmal. Aber naja, das mit dem Skype habe ich ja vorhin schon mal meiner Meinung nach passend erklärt. Ja, diese Fläche hier unten soll, beziehungsweise oben, soll nämlich komplett mit Stonebricks ausgebaut werden, damit man genau das machen kann, was ich ja auch gerade mache, nämlich Monster farmen, ohne dass man Spawner braucht. Denn dadurch, dass es halt so Challenges gibt, wie farme 50 Creeper, ja, dazu braucht man halt Creeper-Spawn-Eier. Die hat man für gewöhnlich nicht parat. Und immer gehen die halt teuer weg. Auch sonst sind die immer sehr wertvoll. Und darum bauen wir uns hier unten unsere kleine Mob-Arena auf. Wo dann natürlich Leute. Wo dann natürlich Monster spawnen können. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, zeigt das doch mal mit einer positiven Bewertung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.